So, wir gucken erstmal Beobachtungspunkte. Wo haben wir welche? Da. Wahrscheinlich hier lang vorne irgendwo. Ja, genau. Das habe ich mir schon gedacht. Ah, schöner Rückwärtsgang. Große Deißkrache, ist das auch tief oder ist es nicht tief? Oh, das war jetzt, glaube ich, nicht ganz gut. Wollen wir mal schauen, ob wir hier hinterkommen. Okay, ich glaube, das war jetzt vielleicht nicht die guteste oder beste Idee. Man sollte vielleicht besser die Wege lang fahren. Okay, hier haben wir das Sägewerk. Ich würde erstmal hier irgendwie hier hinten das freischalten wollen. Das Gute ist schon ist mal, dass meine Fahrzeuge vollgetankt sind.
Nee, ich muss hier rein. Ich getraue mich auch ins Wasser zu fahren mit den Dingern. Es werden irgendwelche Wege nach Rom führen. Okay, da ist ein Hänger. Moment. Gab es nicht das hier? Das sieht aber so aus, oder? Sollte er denn wirklich, behutsam fahren? Okay, da komme ich also jetzt nicht weiter, schade. Ich hätte den natürlich gerne gerettet. Na, gut. Es soll nicht so sein.
gut, wenn er dann anfangen sollte zu rauchen, dann sollte ich besser dann das Fahrzeug wegstellen. So, jetzt habe ich ja ein paar einzige einzelne Fahrzeuge freigeschalten. Das hier, das, der Wegpunkt war direkt in der Werkstatt. Okay. Okay, ich habe mich erstmal festgefahren, das ist sehr schön. Hacke wechseln, Motor abstellen. Seilwinde. Ja, ziehen wir uns mal dahin. Thank you.
ich ja mal gespannt, wo die Werkstatt. Ah, hier ist der Werkstatt. Okay. Aber fehlt mir immer noch Zweier. Toll, ey. Jetzt bin ich gut offen, dass ich irgendwo noch eine weitere Sinnfahrzeug finden werde. So, Werkstatt abschleppen. Ah, gut, okay. Motor starten. Wir scheinen ja von der Karte frei. Heute der weit viel. Was gibt denn das Ding vom Gas hier, ey? Der Wahnsinn. Okay, ich habe mich festgefahren, also das heißt, ich ziehe mich raus. Dann zieh, schönen guten Morgen. Sieht ja auch nicht aus. Ah, geil, man kann auch mal in Perspektive drauf fahren, das ist richtig nice. Zumindest ist er voll getankt. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Kannst auch nur Augen zu und durch. Komm, Junge, das schaffst du. Ich glaube an dich. Nur nicht stehen bleiben. Aber die bessere Übersetzung. Ja, super. Damit kämpfst du dich durch. Oh, hoppala. Doch, da kommt wieder, super. Dann möchte ich mal langsam meine Lichter einschalten. Damit ich auch sehe, wo ich langfahren muss. Ja. Ach du, gut, oder Gott, da geht das tief runter. Schon geil, wenn man die Enten zwitschern hört hier. Die Karte könnt ihr euch im Ring runterladen. Moin Marvin. Ausgeschlafen. Links oder geradeaus?
Ich glaube, ich fahre gerade alles gesprochen. Übrigens, ich habe mein Lieblingsfahrzeug festgesetzt. Moment. Wie sieht es denn von der Qualität aus her? Sehe ich ein bisschen mehr hier. Das ist das Geile an Matrona, dass man hier schön in Cockpit-Perspektive fahren kann. Was aber leider Gottes schade finde, ist halt eben, dass man die Karte wieder nicht Multiplayer fahren kann. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das Ganze umstelle. Ich habe das einfach probiert, da ist mir das ganze Spiel abgeraubt. Komplett. So, genau, wir fahren jetzt erstmal hier lang. Also es ist wahrscheinlich Kategorie einfach. Erstmal ganz kurz zur Tankstelle. Ich hoffe, dass ich da irgendwie noch ein Werkstattwagen finde. Einmal tanken bitte, danke. Gut, haben wir einmal 6 Liter gemacht, dann. Und fahren doch glatt wieder mal wieder runter hier. Ja, klein und wendig das Ding, das ist das Schöne. Yeah, Nightbot. Auto zittert ganz schön, das ist ein Zitterer. Ullala, ullala. Okay, ich bleib weiter links. Weil das ist nämlich hier in der Ansicht so gut gemacht, bei der Karte, dass man erstmal die ganze Strecke abfahren muss.
So, wir fahren mal zum nächsten Sägewerk. Ich glaube, da muss ich hier irgendwo mal links rum. Oder auch nicht. Also die Strecken, die Karte finde ich richtig nice. Die ist wie gesagt Kategorie einfach, meine Damen und Herren. Und da hätte ich mir sogar getraut, mit so einem langen Anhänger zu fahren. Also ich muss zwei Fahrzeuge dann später noch mit Werkstattpunkten ausrüsten. Ich halte einfach ganz kurz hier noch in der Folge die ganze Karte frei. Oh Gott. Ja, nicht gleich schlafen mit den Dingen hier. Da bleibst du nämlich jedes Mal gleich hängen. Hinhängen! Wirklich jetzt nicht von der Fahrbahn abkommen. Da kommt sie auch nicht rum. Dann machen wir mal so. Ich wollte nämlich gleich so mein Seil rausholen. Meine Seilwinde. Mein Lieblingswerkzeug. Da kommt man meist voran. Wenn ich mit der Schärfe die Marvin. Ich, ja, gut. Echt war. Wow, das Liegerad ständig gerade in volle Kanne in der Luft. Krass, ey. Oh, oh. Wollen wir noch aufpassen, wenn man natürlich auch irgendwie dagegen rutscht. Ja, genau. So, links.
Ja, wir fahren mal ganz kurz nach zur Werkstatt. Das ist allerdings der beste Weg auch nach zu, muss ich schon mal sagen. Okay. Was für eine Werkstatt ist das denn? Gut, baut mal den Mangel ab und wir wechseln noch mal ganz kurz das andere Fahrzeug. Ja? Oh, oh, oh. Well, ich habe nämlich hier ein paar Autos noch rumstehen. Gut, starten wir neu. Oh la la. Mein Rad zurück. Wunderbar, wunderbar. Nicht wegrutschen, nein. Also seid ihr vielleicht ein bisschen langsamer vorne, nicht so schnell wie ich.
So. Einmal bitte, bitte, danke schön. Gut. Ah, die Sonne geht auf, die Sonne geht auf. Moment. Ubi. So, vorletzter, glaube ich, Beobachtungspunkt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Dann auch schauen wir gleich mal weiter. Ah nee, okay, wunderbar. Wir haben es geschafft. Die Wegpunkte freizuschalten. Und ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.